So, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen in einer neuen Runde, einer neuen Aufnahme von Let's Play The Forest. Ich habe ja beim letzten Mal angekündigt, dass wir vom Neuen beginnen. Wobei dies gerade ein ziemlich ungünstiger Zeitpunkt ist. Deswegen habe ich auch mal die Anfangsszene übersprungen. Ja, denn da gab es ja in den letzten Tagen so ein ziemlich schlimmes Ereignis, worauf ich auch nicht weiter eingehen möchte. Ich spreche an dieser Stelle nur nochmal mein herzlichstes Beileid aus für die Personen, die davon betroffen sind. Aber das soll ja unseren Spaß jetzt nicht stören. So, wie sieht's aus? Was haben wir vor? Ja, neuer Spielstand. Diesmal möchte ich nicht am Strand bauen. Diesmal möchte ich eher im Wald irgendwo bauen. Weil da haben wir dann die Bäume auch nicht so weit weg, hoffentlich. Darüber hinaus sind die Ladezeiten jetzt nicht so lang, seitdem ich von vorne angefangen habe. Ja, gut, war erst ein Ladebalken, aber. Na, Ladebalken, Ladezeiten. War erst ein Ladebildschirm, aber er war wesentlich kürzer als die vorhergegangenen. So macht man zwei Koffer auf, Leute. So macht man das. Mit der Axt in den ersten reinhauen und durch den zweiten durchsemmeln. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir bewegen uns mal in diese Richtung. Ich weiß nicht, wo wir sind. Aber ich habe das Gefühl, wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Okay, hier werden wir uns jetzt ganz schnell verziehen. Hier haben wir uns damals unsere allererste Basis aufgebaut, glaube ich. Am Flugzeugrumpf so. So ein bisschen so. Da lag das aber andersrum. Das Bäumchen wollte ich nicht hauen. So, irgendwo mitten im Wald möchte ich gerne bauen. Aber wo ist natürlich eine gute Frage? Oh, Vögelchen. Federn sind weggeflogen. Scheiße. Federn sind natürlich sehr wichtig, weil der Bogen momentan das Einzigste ist, womit wir wirklich Schaden anrichten können. Ja, jetzt müssen wir erstmal eine gute Stelle hier im Wald finden. Also ich möchte nicht irgendwie außerhalb des Waldes bauen. Klar, im Wald sind wir ein leichteres Ziel für die Eingeborenen, aber wir können besser bauen. Und möglicherweise auch Fallen besser aufstellen. Weil die ja im Wald schwerer zu sehen sind. Dürfen wir halt bloß nicht alle Bäume weghauen. Ich werde mal einfach so eine kleine Umzäunung bauen. Und da drin werden wir dann unser Lager machen. Ja, jetzt sollte das auch klappen, wenn wir die Axt aufrüsten, dass die dann vielleicht ein bisschen mehr Schaden macht als im letzten Spielstand. Und hier irgendwo ist eine Höhle. Möchte ich gerade noch nicht rein. Ja, also, ich möchte jetzt erstmal einen Unterschlupf finden. Natürlich können wir uns die Höhle schon markieren, wenn wir jetzt dran vorbeilaufen sollten. Da ich die später ja sowieso nicht wiederfinden werde ohne ewiges Gesuche. Learn the basics to survival. Ja. Oh. Ein formschöner Lurch. Krabbelt einfach nicht durch den Baum. Wo ist er? Scheiße. Wo ist das Vieh hin? Fuck. Sehen wir schon so einen hässlichen Lurch, ja? Und ich krieg den nicht. Kein Stein. Ich will den Lurch.
Keiner zu sehen. Scheiße. Da war doch eben. Fuck. Alter, sind die Viecher. Ein Kaninchen. Stickies kann ich auch nicht. Ah, fuck, wir haben die Platinen liegen lassen am Flugzeug. Egal. Davon finden wir noch ein paar. Hey, Mr. Lurch. Du bist zu hoch. Ja, erwischt. Nicht mit mir. Hier wäre doch schön, oder? Aber hier müssen wir auch laufen, um Bäume zu holen. Also man muss ja sagen, wenn man so die Bäume anguckt, das sieht schon sehr, sehr realistisch aus. Sagt mir der Wind jetzt schon wieder, dass hier eine Höhle ist? Dann leck's mir doch am Arsch. Oh, ich weiß, wo wir sind. Hier möchte ich aber auch nicht sein. Fuck. Ich glaube, in den ersten Tagen laufen die Eingeborenen noch nicht so verstärkt hier rum. Hoffe ich doch mal. Batteries. Oh, ich bin durstig. Ein bisschen halten wir noch durch. Hier haben wir auch noch ein Köfferchen. Der ist schon offen. Können wir da mal ins Wasser jagen? Boah, der Tümpel stinkt. Seil kann ich nicht nehmen. Ich weiß nicht, wozu diese Käfige gut sein sollen, die hier überall stehen haben. Kann man die vielleicht. Uah, kaputt machen geht nicht. Okay. Eine Flare. Ach, einen Totenkopf haben wir aufgesammelt. Okay. Okay. Aber gab's nicht sonst immer. Genau, Ropes. Da. Zwei Ropes added. Geld. Eine Flare. Und dann würde ich sagen, wir verziehen uns hier ganz schnell wieder. Und hier war ja die Muschiklaushöhle. Nein, da gehen wir jetzt nicht rein. Wir sammeln hier schön das Marigold. Seht mal da vorne. Da ist ein Lurch. Der schmeckt gut durch. So, ich würde sagen, wir marschieren hier in die Richtung. Und so langsam sollte ich dann auch fündig werden. Hier sind wir in der Nähe vom Strand. Ich würde ja schon sagen, dass wir hier irgendwie unser Häuschen bauen. Eine Schildkröte, aber die sterben so schwer. Die verziehen sich ja nach einem Schlag. Ja, oh Gott. Marigold, Marigold, Marigold. Gibt's auch mal Aloe Vera? Marigold alleine bringt mir nämlich nichts. Da, haha, Aloe Vera.
Ja, man muss dem Spiel nur sagen, was man braucht, dann bekommt man es auch. Ich hätte gerne eine Flairgun mit unendlich Schuss. Na gut, das klappt wohl doch nicht so gut. Die Frage ist, wo finden wir unser perfektes Plätzchen? Vielleicht mit so einem kleinen Tümpel oder so in der Nähe. Gib mir deinen Panzer! Scheiße. Alter, die kann man auch nicht verschieben. Die sind schwer. Oh, Bären. Löscht Hunger und Durst. Die Beere aus der Wurst. Wenn hier noch ein Fluss wäre oder ein Teich. Das wäre super. Aber hier ist kein Fluss oder Teich. Ich glaube, wir sind jetzt schon um die halbe Insel gelaufen. Das geht ja relativ schnell. Unten ist der Strand wieder. Da auch. Ich möchte ja gerne mehr so in der Mitte bauen. Oh, hier scheint auch eine Höhle zu sein. Hier liegen wieder ein paar Köfferchen. Kommen die eigentlich alle aus dem Flugzeug? Die ganzen Koffer? Es gibt ja aber auch kein schönes Gelände, wo man bauen kann. Oder ich habe einen Frosch im Hals. Ist auch nicht schön. Ein Speer. Oh, hier haben wir einen Teich. Ja, dann würde ich doch mal sagen. Ja, wir machen uns hier mal ein kleines Feuer. Und bauen uns dann hier mal eine kleine Basis. Frage ist, bauen wir uns ein Haus, eine Blockhütte? Erstmal bauen wir ein kleines Shelter. Hier so ein Feuer. Ich möchte die Aufnahme heute gar nicht so lange machen. So. Auf jeden Fall haben wir alles, was wir brauchen. Steine, Stöcke. Steine ist wieder relativ. Pilze möchte ich nicht. Steine. Giftige Bären. Machen wir kaputt. So, jetzt brauchen wir noch Loks. Dann würde ich auch schon sagen, das war's glatt für diese Folge, wenn das Shelter fertig ist. Ich habe ja jetzt ein paar Tage nicht aufgenommen und dachte mir, jetzt nimmst du mal wieder eine Folge auf und
Weiß ich nicht, wenn ich nachher noch Zeit habe, nehme ich dann noch ein paar Folgen auf. Resident Evil müsste ich jetzt auch wieder aufnehmen. Da habe ich leider auch keine Folgen mehr im Vorrat. Ist in letzter Zeit ein bisschen schwer, aufgrund der Arbeit. Vor allen Dingen, weil es ja jetzt auf die Feiertage zugeht. Hat man ja ein bisschen was zu tun. So, mein Problem ist, wenn wir jetzt noch einen Baum schlagen, wird der zu viele Loks haben und die werden despawnen. Das möchte ich natürlich nicht. Die Frage ist, was können wir dagegen machen? Das Einfachste wäre, wir setzen einfach den ersten Teil unserer Mauer. Unseres Schutzwalles angepasst an den Teich, würde ich mal sagen. So. Die geht denn hier so rum? Und ich würde sagen, hier so ein bisschen so, dass wir hier so ein kleines Gebiet haben für uns, wo wir vielleicht ein kleines Häuschen bauen können. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Es wird auch gerade Nacht. Ich werde erstmal nur speichern und beim nächsten Mal dann schlafen. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben zwar jetzt nicht viel gemacht, aber wir müssen uns ja jetzt erstmal wieder aufbauen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin, meine werten Damen und Herren, hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Hallo? Oh. Naja, bis zum nächsten Mal. Nächsten Mal? Geh weg! Schwind, ich will die Aufnahme beenden. Oh, da sind. Das sind ja mehrere! Mehrere! Ihr Ganoven, ihr. Aua, aua, au, au, au. Ja, fuck. Habe ich ein paar Outtakes. So.